Ja, komm hier. Was? Ach so, aha. Also muss ich das über die Konsole halten oder was? Ja, geile Scheiße. Ach, das kennt man doch. So. Boah, das ist geil, Digga. Das ist richtig geil. Mashallah, Bruder. Der alte, gute, alte Reggie. Dem sein Zigeunersohn des Grauens kommt jetzt hier schön. Jawohl. Jetzt hier, Alter. Ganz genau. Alter, das Ziel ist gar nicht mal so. So einfach, wenn man das macht. Nice! Geil! So, weiter geht's. Schön weiter, ja, schön auf entspannter Basis. Das wird ihm auf jeden Fall nicht gefallen, was wir hier machen. Dann hier auf ganz gechillt, hier alles schön. Nice! Und wie sieht das Kunstwerk aus? Ja, Halleluja, Digga! Verbrechen ist dann. Ach, verdammt! Jetzt erwischen uns die Bullen. Ist das unser Bruder? Kann das sein? Ah, Party im Langhaus. Ich muss einfach hingehen, mich unters Volk mischen, mein Alibi sichern. Ich bin ein echt kriminelles Superhirn. Du bist ein Vogel, Digga. Rüscholle Floyd, Alter. Rüscholle Floyd. Vorsichtig, mein Lieber. Ja, genial. Wer ist da? Unsere Großmutter Frickstich Tante. Ich bin's nur, Betty. Oh, und würdest du den Tacker weglegen, echt jetzt? Mit dem Tacker, Digga, Ehrenfrau. Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Ja, irgendwie habe ich mich heute nicht so akomisch gefühlt. Aber du siehst klasse aus, steht dir echt gut, im Ernst. Was hast du auf dem Dach getrieben, hä? Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Hast du überhaupt nichts angestellt? Nein. Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Oder ich rufe Betty und sie bringt in 5 Minuten die Schlüssel. Du hast was angestellt. Okay, und wenn schon, was willst du denn machen? Ja, weil ich habe keine Wahl. Ich komme in 5 Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier. Ach. Danke, Betty. Das ist das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. Ah, was, Digga? Geschäftsfrau hier am Start. So. Und damit dann Ayo und Wasgab und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Let's Play zu Infamous Second Son. Nachdem wir den zweiten Teil durchgespielt haben, bin ich ehrlich, habe ich richtig Bock bekommen, dieses Spiel zu spielen. Eigentlich war heute ein komplett anderes Let's Play geplant. Eigentlich ein schönes Zelda auf dem N64 bzw. auf dem Emulator. Ich habe mir auch einen N64 Controller bestellt. Problem allerdings ist, die haben mir den falschen geschickt. Also nicht den mit normalen USB 2.0, so wie ich ihn eigentlich bestellt habe, sondern mit normalen USB für den N64 halt, was ich halt nicht am PC anschließen kann. Habe ich übel darüber aufgeregt. Allerdings ist es scheißegal, denn ich habe gerade vorhin habe ich noch diesen, es gibt einen Adapter, was man einfach am PC anschließen kann und dann den Original N64 Controller in das Teil rein und man trotzdem mit dem Original N64 Controller, den die mir halt geschickt haben, spielen kann auf dem PC. Denn ich möchte das Gefühl so nah wie möglich einfangen, jetzt nicht irgendwie mit dem Xbox One oder Xbox 360 Controller irgendwie Zelda zocken, ne? Das soll schon wirklich ordentlich mit Schmackes und dem originalen Gamepad gemacht werden. So, aber ich quatsche jetzt zu viel oder zu lange. Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall erstmal das Tutorial bzw. den Prolog von Second Son. Auf jeden Fall ein Spiel, was ich damals unglaublich hart gefeiert habe und eigentlich so für mich der Hauptgrund war, warum ich überhaupt eine PS4 haben wollte. Wollte mir eigentlich für ganz, ganz früh, wo die neuen Konsolen erschienen sind, eigentlich sonst eine Xbox One kaufen. Weil es die PS4 kaum noch gab und ich eigentlich gar nicht erwarten wollte und unbedingt eine Next-Gen-Konsole haben wollte. Aber da hat meine Mutter noch im letzten Augenblick eingegriffen und ist mit mir tatsächlich noch in einen Laden gefahren, der, ich glaube, 2, 3 Konsolen noch übrig hatte und da war direkt daneben so ein Pappaufsteller mit lauter Second Son Spielen drin, also hier, du weißt schon, mit Pressungen von dem Game. Und da habe ich mir direkt eins genommen und war überglücklich, dass ich es endlich hatte. Ich habe es auch seitdem, ich habe es einmal durchgespielt und seitdem leider auch nie mehr wieder. Aber es ist auf jeden Fall technisch
von der Grafik her eines der immer noch geilsten Spiele auf der PS4, wie ich finde. Und immer noch eines der geilsten Exclusives in meinen Augen so. Unglaublich geiles Brett. Und ja, feier ich einfach. Feier ich extrem. Feier ich des Todes das Game. Und ja, jetzt freue ich mich halt umso mehr jetzt nach 5 Jahren oder 6 Jahren das wieder einzulegen und mit euch zusammen zu spielen. Nicht runtersehen, alles nur nicht runtersehen. Mit euch zusammen, das wird auf jeden Fall ein Fest und ein wunderbares Projekt. Da habe ich auf jeden Fall fett Bock drauf. Der Plan läuft wie geschmiert. Das freut mich doch. Das freut mich doch großartig so. Schön mit dem Touchscreen, man kennt's. Hallöchen. Mann, ich hab schon ewig nach dir gesucht. Wir sollten jetzt vielleicht reingehen. Hast du keine Ahnung, wie peinlich es für mich ist, meinen eigenen Bruder festzunehmen und das immer und immer und immer wieder? Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen, immer und immer und Hältst immer wieder. Hältst du das für einen Witz? Nein, Willst das ist... Willst du damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Krimineller Vandalismus? Hör mal, eine Menge heftige Scheiße ab. Und während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent einzusetzen? Wovon zum Teufel redest du überhaupt? Warum lässt Nein, du mich nicht sein, mir. Der ich Erzähl bin? Erzähl mir, vor welcher heftigen Scheiße du uns retten willst. Würde ich dir Wirklich, erklären. Denn ich kapier's nicht. Reggie? Was? Truck. Na, geil, Digga. Alter, sitzt irgendein Clown am Steuer. Gerade das Führerschein bekommen, oder was? Richard Hohenzollern. Sind das die Conduits? Sieht so aus. Ja. Ja, ja, das sind sie, das sind sie. Das sind das Mädel und der Bobby. Das Ding geht gleich hoch. Von dem explodierenden Ding wegbleiben, okay? Na gut, ab geht's. Suchen Sie an der Stelle der Usufaorts auch Überlebende. Ja, das machen wir. Das machen wir. Ey, Habibi. Der Typ hat Rauch. Die erste Fähigkeit. Unsere erste Fähigkeit. Scheiße. Danke, Mann. Ich dachte, ich werde draufgehen. Okay. Oh, komm. Oh. Hey, loslassen. Scheiße. Los. Nicht gut. Lass sie gehen und die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur weg hier, bevor sie aufkreuzen. Ich sagte loslassen, sonst werde ich schießen. Reg? Oh, nein. Ich sag, ich will niemanden wehtun! Holy shit! Entzieh die Kraft! Und wir sehen seine komplette Vergangenheit, wie in den alten Famous-Teilen, dem schönen, saftigen Comic-Look, feier ich auf jeden Fall, dass sie das beibehalten haben, diese ganzen Kernstrukturen des Spiels. Oder der Reihe, besser gesagt. So, und nachdem wir bisschen gechillt haben. Na, Delson? Warum guckst du nicht, was für eine schöne Kraft du hast? Ich muss Reggie finden. Reggie, mein Bester, what the fuck? Jawohl! Was zum Teufel war das? Was zum Teufel? Ersten Schritte mit der Fähigkeit. Was passiert da mit mir? Oh Gott, nein! Na, toll. Aufhören, aufhören, aufhören! Vorsichtig, mein Lieber, bevor du dich noch ganz schön verletzt. Was zum Teufel ist hier los? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das soll aufhören. Das Reg. Hört sich an wie Reggie. Reg, du musst mir helfen. Wie komme ich jetzt hier rüber? Nein. Ich muss hier durch. Ah. Ahaha. Die schöne, Reggie. Saftige Fähigkeit, die wir kennen. Ja, Mann. Das sind noch die ersten Schritte, Digga. Wart's ab, wie es aussehen wird. Reggie! Zack. Reg, alles okay? Was war das? Ich muss das Ding wegkriegen. Ich muss dich da rausholen. Ja. Ja. Okay. Hilf mir schieben. So. Auf ganz entspannt und... Großer Gott. Nein, nein, nein! Ja, moin. Es hört nicht auf, Mann. Es hört nicht auf. Reggie, es hört nicht auf, Mann. Alles gut. Du bist okay. Nur atme. Atme. Du wirst wieder. Du wirst wieder. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen. Nein. Nein. Du bist mein Bruder. Okay? Du bist mein Bruder. Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen. Das wird wieder. Okay, hörst du mich? Okay. Okay. Ist mir weg.
Da ist ein Bioterrorist. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay? Okay. Das hört sich aber nicht gut an. Ich brauch dich jetzt. Okay. Okay? Komm okay. Schon. Alles klar? Ja. Dann los. Ab geht's, Junge! Wir klatschen den Penner. Versprich mir nur eins, keine von diesen Tricks mehr. Aber ich hätte es doch vorhin nie zu dir geschafft ohne... Versprich mir einfach, dass du es sein lässt. Okay. Ja, ich will aber nicht. Ich will mit. Du wirst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Es ist nämlich nicht. Doch, das ist was sehr Geiles. Wir kommen nicht rein. Der Knopf klemmt. Ich glaube, Betty ist noch da drin. Na, toll. Das ist geschmolzen. So. Wie zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Na los, finden wir es. Das ist auch ein Bioterrorist. Nein, warum laufen die weg? Egal, Delson ist ein Motherfucker. Gut, geh. Beruhig die Menge. Ja, geil. Feier ich. Erstmal drauf klarkommen, mein Bester. Gut zu wissen. Jetzt hier der Nächste. Komm, Delson. Ab geht der Junge. Halleluja. Zack. Was geht ab? Sicher weh. Betty. Okay, da können wir nicht hindurch. Das müssen wir kaputt hauen. Kette. Nice. Funktioniert. Ich will die Überraschung nicht verderben. Wunderbar. Schön aufbrechen, die Scheiße. Ihr auch. Servus. Ganz ruhig. Sie müssen bleiben weg von Sie dir weg von mir. Ich versuche Nein, Ihnen zu helfen. Bleiben Sie weg von mir. Der 10. Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan. Was? Du bist ein Conduit. Oh. Betty, ich erkläre es dir später, aber du musst sofort hier raus. Ich geh weg. Gut, ich bin weg. Erst bringst du das in Ordnung. Was passiert jetzt? Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. Ah, die Vergangenheit. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis das DJP mich dann erwischt hat. Tja, Kollege, hättest nicht ausnutzen dürfen. Das Loch, in das die Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Nee, ist schon ekelhaft. Niemals. Das ist schon mies eklig, sowas. Das rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Günstige Gelegenheit. Ah, er ist also für das verantwortlich. Na geil. Du warst in meinem Kopf drin. Das war ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das DOP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dort. Halt, halt, halt! Na, geil. Kollege! Ich warne dich, Kleiner. Hau ab! Du gehst nirgendwo hin. Bis das in Ordnung ist! Das wird nicht funktionieren. Hör zu, keine Ahnung, was passiert ist. Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Du bist jetzt ein Conduit, Kleiner. Ein Bioterrorist. Komm her. Komm im Lauf um dein Leben klopfen. Na, warte genau ab. Genau das tue ich jetzt. Ich klatsch dich. Du gehst nirgends hin, bevor du das in Ordnung gebracht hast. Komm her, du Wichser. Ich zeig dir, was ich kann. Zeig mir wenigstens, wie man es kontrolliert. Keine Zeit. Das DOP ist unterwegs. Und sie weiß, dass ich ihren Plan kenne. Hey! Lass mal hier rein. Komm her.
Wo ist der andere? Wo ist er? Ah, da bist du. Komm her, ich klatsch dich. Du Pisswichser. Das Feuer verschafft uns nur 2-3 Minuten maximal. Ich muss hier weg. Ich gehe nicht zurück nach Hörnkirchen. Das wirst du nicht. Du landest im Leichensack, du Fußgesicht. Du wurdest gesehen, Kleiner. Die Leute hier wissen von mir. Und sie weiß, wie man regelt, Kleiner. Auf keinen Fall. Ich gehe nicht in einer Fischfabrik drauf. Hä? Okay. Lass mich einfach gehen. Oh shit. Und niemand muss hier etwas hier. Oh, nicht gut. Wir können doch reden. Na geil. Ist das das alte? Ist das die alte? Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Ja, das ist sie. Gut. An die kann ich mich noch erinnern. Wir haben ihn, oder? Ich hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders Bioterrorist. Henry Daughtry war ein Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter. Oder? Die sieht aus wie 60, die Alte. Gib mir Mühe. Du wirkst nervös. Nein, ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus 2 Gründen nervös sind. Entweder sie sind feige, oder sie haben etwas zu verbergen. Ich werde auch bei hübschen Mädels nervös. Ganz bestimmt nicht bei der, Alter. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen? Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Gut. Das ist gut zu hören. Weißt du, wir führen einen Krieg auf Leben und Tod mit diesen Bioterroristen. Und es ist mein Job, alles zu tun, damit wir diesen Krieg auch gewinnen. Die ist eklig, die ist so eklig. Ja, ist schon komisch, oder? Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Okay, okay, okay. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist, was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst. Was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich habe Rechte! Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal, was war da drin los? Und ich sage es nochmal. Autsch, das hat wehgetan. Tut ziemlich weh, hm? Was eine Fotze, Digga. Nein, Betty, nicht! Wirklich? Keine Antwort? Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Aber denk dran. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen. Und wenn sie nicht redet, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Hast du mir etwas zu sagen? Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? So, das ist jetzt der erste Schritt. Sind wir gut oder sind wir böse? Natürlich sind wir gut. Ist ja klar. Ihre Freiheit zu riskieren, um Betty zu beschützen, ist der erste Schritt, um ein Held zu werden. Selbstverständlich machen wir das. Ich bin ein Conduit. Was? Ich sagte, ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Ah! Gott! Delson! Was für eine Fotze, Digga! Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ja, hab gehört, das soll wehtun. Was ne Hure, Digga, aber von ganz miesem Kaliber. So eine Slut.
Das ist eine alte Oma, was hat die denn getan? Bah, ich hasse so eine Weib, Alter. Sie haben den ersten Schritt getan, um ein Held zu werden. Ne? Karma-Stufe Beschützer, so will ich das, Digga. Wer sind die guten Samaritas? Guten Morgen, Schlafmütze, was geht ab? Halleluja. Okay, die Dinger sind weg, Gott sei Dank. Ja gut, Conduits können sich heilen. Karma-Stufe, sie sind auf dem Weg, ein Held zu werden. Gute Taten erhöhen ihre Stufe, aber böse Taten ändern ihre Ausrichtung. Gut zu wissen, kennt man aber. Diese eklige Slut, Digga. Ist das Langhaus jetzt etwa ein Krankenhaus? Sieht so aus. Wie kann man das... Ach du Scheiße! Wie lange war ich weg? Das ist so eine eklige, Digga. Ja, die Alte gehört richtig gesmackt, ohne Spaß. Oh mein Gott. Wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? So eine widerliche... Niemand konnte sie aufhalten? Leider nicht. Conduit ist Conduit, Mann. Scheiße, Digga. Oh mein Gott. Betty! Betty! Delzin, Junge. Du bist wach. Hat Augustin dir das angetan? Ja, hast du wirklich gedacht, dass ich dich an diese Zimtzicke verrate? Außerdem... Im Moment lassen sich doch alle coolen Kids die Beine piercen. Das heißt, dass alle hier... Wir sind da komisch. Wir schützen unsere Leute. Niemand hier gibt dir die Schuld an dieser Geschichte. Ja. Solltest du auch nicht. Hey. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Das ändert nichts. Du wurdest so geboren. Aber das bedeutet, ich bin jetzt einer von denen. Bist du nicht. Du bist kein bösartiger Bioterrorist. Das ist was Gutes, mein Junge. Das ist was sehr Gutes. Das ist wie das Corona, wird einfach scheiße geredet. Obwohl es nichts Gefährliches ist. Nur Rauch aus den Fingern. Der Rauch aus meinen Fingern ist der Grund für diese ganze Katastrophe. Hey, red dir nicht so etwas ein. Wenn du hier Trübsal blasen willst, dann schlafe ich noch eine Runde. Denn ich brauche meine Ruhe, damit es mir wieder besser geht und ich auf die Beine komme. Und jetzt kann ich ausruhen, weil du wach bist. Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon wieder. Wirklich. Wirst schon sehen. Bevor wir diese Dinger nicht aus ihren Weinen aus rausnehmen, Digga, wird davon gar nichts. Also haben wir eine Aufgabe. Eine ganz fette. Ach, passt. Das wieder gut. Das werden wir tun. Das werden wir tun. Na gut. Delson, du weißt Bescheid. Wir bumsen ihre Ananen. Oh Mann, Delson. Ah. Der alte Motherfucker, man kennt ihn. Wir würden dich verlieren. Nee, nee. Beton in den Beinen? Dafür braucht es schon etwas mehr. Tja, ich schätze mal, Schnellheilung gehört wohl auch zu deinem neuen... Ding. Wenn wir davon sprechen, dieses Zeug mit deinen Händen, ist das weg? Ich weiß nicht genau, Mann. Rauchen ist im Langhaus verboten, oder? Klar. Außerdem sollen die anderen ja schnell gesund werden. Das daraus wird nichts. Hey, Delson. Diesen Leuten wird es nicht mehr besser gehen. Sie sterben, Mann. Das weißt du doch nicht. Nein, aber die Ärzte, die hier waren, als du bewusstlos warst, tun es. Und sie sagen, dass... Sie sagen, dass diese Splitter nur auf die gleiche Weise wieder rauskommen, wie sie reinkamen. Was? Ja. Aber das war Augustin und ihre komische Betonkraft. Ja. Scheiß drauf, Mann. Sieht aus, als würden wir beide sie aus Seattle wieder herholen. Wow, warte.
Was, glaubst du, dass du sie überreden kannst, mit dir zurückzukommen? Komm schon, Mann. Ich weiß, dass du dir den Kopf gestoßen hast, aber ihr zwei habt euch beim letzten Mal nicht gerade prächtig verstanden. Reggie. Ich bin schuld. Ich bring das in Ordnung. Nein, verdammt. Aber seine Gesichtsanimation, die ist wirklich cringe, sein Vater teilweise, aber... Man sie nur mit derselben Kraft wieder herausbekommt. Kapiert. Was bedeutet, dass wir Augustin gar nicht brauchen? Wir brauchen nur ihre Kraft. Okay, ich kann dir nicht folgen. Ich sauge Kräfte auf wie ein Schwamm, weißt du noch? Wenn es mit Rauch ging, warum nicht auch mit Beton? Aber was, wenn das mit dem Rauch nur Zufall war? Überleg mal, du müsstest dich durch wie viele tausend DUP-Leute zu ihr durchkämpfen? Ja, wahrscheinlich so in der Art. Ich erklär's dir im Wagen. Welcher Wagen? Du hast keinen Wagen, ich... Das ist mein Wagen. Man kennt's. In Ordnung, ich habe mir da schon was überlegt. Okay, also, wir schlagen da auf, bedienen uns ordentlich am All-Inclusive Conduit Kraftbuffet, schauen uns vielleicht die Space Needle an, da wollte ich immer schon mal hin, und dann retten wir zu Hause ein paar Leben. Dir ist klar, dass wenn wir da aufschlagen, es gut möglich ist, dass die Stadt, nun ja, zurückschlägt? Zurück? Was soll das denn heißen? Es heißt, dass Seattle eine 500.000 Einwohner hat, die sich nicht gerade über die Bioterroristen freuen, die schon da sind. Glaubst du, du bist da willkommen? Nein, aber ich werde anders sein, okay? Ziehe nicht die gleichen Sachen wie die ab. Ich werde Leben retten. Ich werde ein neuer Superheld. Ich werde die Kranken heilen. Meinst du echt, die schmeißen dir eine Parade? Wieso nicht? Haben sie bei Dingens auch gemacht hier bei Cole? Das geht doch auch bestimmt bei uns. Keine Sorge, Dell, okay? Wir bringen das in Ordnung. Wir werden dich heilen. Heilen? Rauch aus den Fingerspitzen zu schießen ist nicht gerade normal, Mann. Nur weil es nicht normal ist, heißt es nicht, dass es geheilt werden muss, okay? Van Gogh war nicht normal. Gandhi war nicht normal. Ja, aber die Leute hatten keine Angst vor Gandhi, verstehst du? Die Leute haben Angst vor Bioterroristen. Das sind Freaks, okay? Das ist der vorprogrammierte Schwachsinn. Das stimmt. Shit. Das ist der Hardcore-Schwachsinn. Alter, die Alte kann aber richtig fette Fähigkeiten ausbauen, Alter. Den Rest laufen wir wohl. Laufen? Was? Ja. Wo willst du hin? Hey. Verdammt. Dann ab geht's, Junge, da weißt du auf jeden Fall Bescheid. Gott, sieh dir das bloß an. Pass auf, wenn du es dir anders überlegt hast, dann... Machst du Witze? Das ist unglaublich. Das ist Zerstörung. Das ist Selbstverteidigung, Mann. Die Straßensperre war zum Angriff gedacht. Weil es Bioterroristen sind. Tja, das hat sie nicht aufgehalten. Und bei meiner Wenigkeit wird das auch nicht klappen. Digga, Mann. Also wenn wir das... Mann, das ist wie... Das sind so seine Sachen, so zum Beispiel diese Lichteffekte. Das ist einfach so geil, ohne Spaß. Das haben die richtig gut hinbekommen. Das kann halt auch nur PS4. Und wir kriegen die ersten neuen Kräfte. Ah ja, kennt man. Die erste Standardkraft. Hey, alles okay? Okay. Mir geht's besser als okay, Mann. Ich glaube, ich kann einen neuen Trick. Und wie? Ja. Und wie wir das können. Oh ja, auf jeden Fall neu und besser. Delson, das ist nicht besser, Mann. Wir versuchen, die Probleme zu lösen, die du schon hast. Wir brauchen keine neuen. Was glaubst du? Augustin wartet und ruht sich aus? Ich muss stärker werden, wenn ich gegen die Betonkönigin antreten will. Hey, ich hoffe, das musst du nicht. Hör mal, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg zu Augustin. Welchen anderen Weg? Ich habe ein paar Kontakte in Seattle, okay? Auch bei der Polizei. Nein, das ist nicht der Punkt, an dem Reggie auftaucht und alles in Ordnung bringt. Das ist nicht dein Problem, Reggie, sondern meins. Hallo? Ist da jemand? Hört mich jemand? Da, perfekt. Du willst jemandem helfen? Los, rette die Jungfrau in Nöten. Okay, gut. Wir gehen beide. Oh nein. Ich will... Du spielst den Supercop, okay? Ich komm nach so in einer Minute. Okay, aber geh gar nicht weg. Nö, wir machen gar nichts. Ich bin fast bloß nichts an! Ach, herrlich. Ich fasse jetzt alles an. Jetzt geht's los, Digga. Du zuerst, kleiner Kerl. So, her mit der Magie.
danach könnte ich wirklich süchtig werden. Hey, das brauche ich noch. Also du hast keine Energie mehr, finden Sie eine Rauchquelle. Hier. Okay, mit Touchscreen können wir das ganze Ding ansehen. Na gut. Der Touchscreen wird... Da ist ja auch ein Exclusive-Titel, das haben wir das gut mit reingebracht. Das muss doch funktionieren. Na komm. So. Dann haben wir hier noch eine. Perfekt. Hey, Dirtsen, ich brauch dich hier oben. Alter, du glaubst im Leben nicht, was das für ein Piepen war. Komm einfach her, okay? Hier steckt ein Bus voller Hilfsarbeiter fest. Ich wollte, dass sie den Bus verlassen, aber sie wollen die Medikamente auf dem Dach nicht zurücklassen. Sag ihnen, sie sollen durchhalten. Ich hol den Bus da raus. Warte mal, wo ist jetzt dieser Bus? Ey, ich hab grad einen Schwarm Quadrocopter erledigt. Ich kann wohl einen Bus ausgraben. Zerstören Sie die Betonsperre. Die hier? Achso, okay, gut, das ist die andere Seite. Zurück, zurück, zurück. Das hier? Was für eine Sperre, Junge? Die hier? Das dauert ja ewig. Das muss auch schneller gehen. Warte, Options. Ah, Explosionskraft. Dann nehmen wir die zuerst. Ah. Nicht aufzuhalten! Dirtsen, ich sagte nicht. Ah, sorry, Reg. Kann ich nicht hören, meine Heldentaten sind zu laut. Dirtsen, ich werde nicht. Ups, du warst weg. War wohl die falsche Taste. Hey, bei 3 Likes, ich. Gar kein Problem. Der Rest der Strecke ist frei. Wird Zeit, das Ding nach Seattle zu fahren. Ab geht's! Pass auf, pass jetzt auf. Das ist die geilste Stelle. Hey, Reggie, mach auf, na los. Aber das kann doch nicht wahr sein. Das wird witzig. Hallo? Dirtsen, wir haben ein Problem. Einige der Leute im Bus haben gesehen, wie du mit deinen Superkräften den Weg freigeräumt hast. Und sie haben Angst vor dir. Was? Ich hab's dir gesagt, Mann. Bioterroristen sind nicht besonders beliebt. Und jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Cheerleadern und sitze hinten im Schulbus? Nein, sie wollen dich gar nicht im Bus. Na sie toll. Nicht hier drin. Sie sagen, wenn du reinkommst, steigen sie aus. Dann sollen sie halt laufen. Mir doch egal. Glaubst du, dass mich diese Tür hier aufhält? Das tust du nicht. Ist das klar? Diese Leute haben noch nie sowas wie dich gesehen. Sie haben Angst. Okay? Und ich verstehe sie. Er sagt, er will die Tür eintreten. Na los! Sir! Nur noch eine Sekunde! Sir! Hey, lass mich sie über die Brücke bringen. Dann komme ich dich abholen, okay? Das dauert höchstens 5 Minuten. Ist halt scheiße, Ausgrenzung. Ich kann dich nicht in den Bus lassen. Noch ein bisschen Rassismus. 5 Minuten. Diskriminierung ist halt schon eklig, ne? Na toll. Mhm. Pass auf, schalt das GPS an deinem Handy an. Ah. Oh, du meinst. So wie jetzt. Was ist denn das? Ah, das ist eine andere Fähigkeit. Hier. Die werden wir später auch noch bekommen. Von meinem Kollegen. Die geplante Stilllegung der Brücke 25 auf Anordnung des IOP beginnt in Köln. Aber erst später, später, viel später. Zuerst müssen wir uns mit der Rauch-Dingens zufrieden geben. Aber die ist genauso geil. Und auch die Neon-Dinger gehört dem Mädel. Reggie, hörst du mich? So zusammen haben wir 4 Kräfte. Was ist da los? Hallo? Einmal Neon, einmal Pixel, einmal Rauch und einmal Beton. Hey! Hey! Braucht ihr Hilfe, Leute? Oh Mist! Ein Bioterrorist! Hey! Das ist einer von diesen Ganz Freaks! Wow, wow, hey, hey, hey! Nein. Du dreckiger Wichser! Aber das Gute ist, wir können selber heilen! Geil, Digga, die Lache. Oh, diese
Schnellheilungssache wird noch echt nützlich sein. Und wie, und wie. Ab geht's. Oh, die gehen Gott sei Dank hier, die gehen schneller recken, Digga, als in Infamous 2. Viel schneller sogar. Das Gute ist, wir können das auch direkt so benutzen, ohne irgendwie zu ziehen. Das ist auch genau, das ist eigentlich auch voll cool. Okay, okay, ich gebe auf, okay. Tu mir nichts weh. Du missgestellt. Siehst du, wir sind nicht alle Monster. Sag's weiter. Spassig. Kriege bei 3 Likes, sicher. Freunde, wir werden später so viele geile Kräfte bekommen. Wir werden so viele geile Kräfte kriegen. Holy shit, bruh. Das ist halt nur noch der Anfang, das ist halt nur der Anfang. Wir werden so fette Sachen bekommen. Antworte doch! Oh mein Gott. Ist Reggie da durchgekommen? War eine Brücke? Alter, das ist aber vor kurzem was passiert, ne? Hola, amore mio. Na geil. Jetzt müssen wir durch die über die Brücke irgendwie hinkommen. So. Schon gut. Über die Brücke, überqueren sie die Brücke. Ah, neue Kraft! Neue Kraft. Zeig, was du kannst. Give me the power. Das kennen wir auch. Eine Legendenkraft. Die kennen wir. Wenn man die ersten beiden Teile gespielt und dann die ganzen Kräfte sieht, dann fühlt sich das Ganze doch mal viel nicer an. Geil. Okay, langsam. Ach, weil die Kräfte aus den Filmen sind einfach die besten, ohne Spaß. Yay! Geil! Einfach geil! Man kann nicht darum streiten, welchen Charakter man besser findet, entweder Cole oder Delson. Ich persönlich... Ich weiß nicht, ich finde Delson irgendwie cooler, keine Ahnung. Ich mag ihn lieber. Aber ist halt Geschmackssache. Wen man lieber feiert, welchen Charakter, aber ich finde Delson irgendwie... Keine Ahnung. Mir macht es mehr Spaß, mit Delson irgendwie rumzufliegen. Aber Cole ist natürlich auch eine absolute Legende in dem Bereich. Ja, Mann, die alte Technik. Statt Strom, Rauch, Alter. Eine wandelnde Kerze sind wir. Was höre ich da, dass du und dein Bruder nach Seattle wollen? Das passt gerade nicht so gut, Betty. Okay. Halt still! Aber pass auf dich auf. Hui! Okay, mach ich. Bis dann. Schon fast drüben. Ja, zack. Da geht auch ohne. Oh no. Gott, lass das sein! Verdammte Brücke! Na toll. Macht aber nichts. Nein, 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 nein! Wir dürfen aber nicht ins Wasser. Das weiß ich. Ich weiß nicht, ob wir gegen Wasser empfindlich sind, aber ich sag mal so, Strom im Wasser ist halt keine Ahnung. Aber warte mal, das hab ich mich immer gefragt, wie will Dingens duschen? Ich meine, er darf ja nicht ins Wasser. Wie machen wir das an regnerischen Tagen? Das sind so Sachen, die stellt man sich. Hui! Vorsichtig, nicht so sehr bewegen! Reggie! Reggie! Oh nein! Der ist, glaube ich, schon leer gewesen. Ja, toll. Helfen Sie Reggie, bevor er fällt. Ja gut, was ist jetzt nicht so schlimm? Wasser ist jetzt nicht so schlimm. Natürlich, auf entspannt. Tut dir wieder dein Wurfarm weh, ha? Derzin? Okay, okay. Schon. Geht schon. Herrlich, einfach geil. Für die Hilfe. Ja. Toll, ganz toll. Begriff deine neuen Symptome? Stimmt. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass... nein.
Mir fällt keiner ein. Das ist schon ziemlich abgefahren. Wirklich? Kein Nachteil? Was ist mit diesen bewaffneten Typen dort, die dir wehtun wollen? Und zwar liebend gern. Ist das ein Nachteil? Ja. Okay. Nach allem, was wir wissen, könnten wir dich durch ihren Sicherheitsbereich schleusen. Du bist ja kein normaler Bioterrorist. Normal? Nein. Nein. Nicht, wenn du mit normal die Leute meinst, die sie wie Versuchskaninchen zusammentreiben. Nein, Reggie, ich bin nicht normal. Ich Hast weiß. Du mich auf der Brücke gesehen? Hab wir ich. Schaffen diese Typen. Hey, lass uns doch erst versuchen, es unbemerkt durch ihre Kontrollpunkte zu schaffen. Das okay? wird nicht klappen. Das macht es viel einfacher, durch die Stadt zu kommen. Das klappt nicht. Die haben diese Scanner-Dinger bestimmt. Okay, gut, gut. Wir machen es auf deine Art. Ganz subtil. Ach, Reggie. Also, versprich mir, dass du da vorne gleich cool bleibst. Hey, mein Spitzname war mal Mr. Cool. Das ist niemals dein Spitzname gewesen. Niemals. Machst du dir darum echt einen Kopf? Diese DOP-Typen haben vielleicht nicht so viel Kraft wie du. Die natürlichen Bioterroristen. Aber die Regierung hat ihnen genug verpasst, um Hackfleisch aus uns zu machen. Okay. Gerade hast du meinen Seattle-Urlaub offiziell ruiniert. Ach. Die smacken mir, die kleinen Wichser. Wie lange war ich gleich weggetreten? Eine Woche. Wow. Dann hat das DUP das alles in nur... Yep. Die waren echt fleißig. Stabile Scheiße auf jeden Fall. Sobald wir durch sind, auf ganz entspannt. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hältst du dich aber bitte bedeckt. Ja, ja. Schrecken, wenn ich mit einem Schon okay. Okay, Mr. Boss. Ach, geil. Mach auf! Das ist eine registrierte Schusswaffe. Ich bin Polizist. Natürlich. Das ist ein Bus mit zu seinen Freunden. Alter, jetzt muss ich hier warten, oder was willst du mich rollen? Ja gut, siehst du, das ist das, was ich meine. Scanner, die checken, ob er menschlich ist oder nicht. Und bei uns wird's ein bisschen anders aussehen. Bitte legen Sie Ihren Finger auf den Scanner. Ich muss das in Echtzeit machen, geile Scheiße. Wird bearbeitet. Na geil. Zwei von drei. Na toll. Dilson, hau ab! Den Teufel werde ich! Komm her. Nice. Dilson, nice. Sag mir nicht, wie ich kämpfen soll. Sag mir nicht, wie ich kämpfen soll. So. Dann immer alles raus. Red, da auf den Turm. Ich sehe sie. Komm, der Pisswichser. Ja, logisch. Standard, man kennt's. So, Energiestand ist niedrig, as fuck. Ganz sehr niedrig. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwo Rauch. So, ey, ja, Wichser. Mach nicht diesen. Da oben ist Rauch, ich seh's. Wird uns angezeigt, so über die blauen, Jünger, so. Ja, eine Schabe, ja damit. Ja damit. Ey! Dankeschön. So. Neben des... Zwei Abwürze verfügbar, geile Scheiße. Na komm her. Komm her. Tschüss. Dilson, wir wurden getrennt. Bist du okay? Mir geht's gut. Prima. Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich ruf an, wenn ich weiß. Ja, Pisser! Ach, du Scheiße. Missgestalten. Bis gestalten. Nein, so. Ich komme in Frieden. Schön auf entspannt hier hoch. Wunderbar. Ach, sieht so cool aus, Digga. So, her damit. Her mit dem Rauch. Nice. So, würde ich sagen, wir gehen mal zur ersten
rüschen Mission in dem Spiel. Ah. Was ist, Papa? Für was? Ach, Pizza soll bestimmt. Ja, einen Moment, ich hab meine Hände. Was, wie viel hast du mit Krücken in der Rutsche? Zwei. Das ist schon zwei. Ich bin Stella. Как wie? Margarita. Ja, gut. Gut, toll. Ganz toll. Hey, verdammt, Mann. Ihr seid dazu da, sie vor mir zu beschützen. Ja, Pisso. Ja, miesen Pisso. Ich habe Zugriff auf die Polizeidatenbank von Sierra. Wie es aussieht, danke. Dann lass uns dir die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, danke. Ja, du ihn. GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wieso du nicht lahmlegen kannst. Später. Ich bin noch in der Aufnahme. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funk. Alter, hör doch auf zu ballern, Junge. Ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Scheiße. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und breiten. Okay. Scheiße, Digga, wir brauchen Kraft. Wir brauchen ganz viel Kraft. Alter, ey! Komm. Nice. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut, her damit. Man kennt Standardprozedur. So. Ey, die haben das auch! Die haben das auch, die Wichser! Ja, und? Ja, geh nach Hause. Tschüss. So, einer lebt noch. Der ist da oben. Nice. Jetzt hier. Und komm her. Noch einer. Komm. Das nochmal. Tschüss. Vier Schläge teilweise, oder? Mobile Kommandozentrale und zerstöre sie. Dann haben wir es leichter. Mobile Kommandozentrale, warte, Moment mal kurz. Moment. Erstmal hier die ganzen Pisscamps. Alles kaputt hauen. So, und kurz. Ja, genau, das Spiel, also die, sagen wir, die Stadt ist halt in mehreren Gebieten aufgeteilt. Und wir können die Stück für Stück immer mehr befreien. Und von diesen. Von dieser Chase hier. Dann haben wir noch ein paar. Oh Gott. Na komm, rüber hier. Nice. Und hier auf entspannt. Sonst noch was? Was wir eventuell. Was ist das eigentlich? Ah. Leute befreit werden können, okay. Jetzt. Verdächtige gerettet. Da vorne ist noch was. Da vorne ist noch was, da vorne ist noch was. Was ist das? Okay, und jetzt? Wird bearbeitet. Yep, immer noch Conduit. Achso. Kann ich das kaputt machen? Ja, damit. Nice. Okay, gut. Das heißt, wir haben aber jetzt hier komplett alles. Du weißt schon.
Ah, das hier müssen wir kaputt machen und dann haben wir sozusagen alles gesaved. Kurz und knapp. So, hier alles. Jetzt hier. Das hier. Den Hauptenergiekern das. Müsste oben drauf sein. Och, Mann. Ey, ich klatsch deiner Nahne. So. Nein, nein, nein. Einfach machen, 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 machen. Wunderbar. Ganz toll. Ganz toll. Du bist wohl die Verstärkung. Was bist du für einer? Oh nee, er macht richtig ernst, Digga, mit MG oder was? Mir auch. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Ey, du Wichser. Stirb. Dawson. Bisschen mehr Kraft. Ihr kleinen Piss, ne, ihr Pisszigeuner. Ihr Pissfische! Deine Mutter ist ein Hurensohn. Mach nicht diesen. Na, ah, sie nehmen zu viel Schaden, ich weiß. Stirb! Stirb! Ey! Aua! Das tut weh. War's das? Mir fällt gerade ein, die DOPs haben doch alle Betonkräfte, stimmt's? Also musst du sie nur einem von ihnen abzapfen und wir können nach Hause. Tja, und wenn das nicht klappt, heißt das, du hast dich geirrt. Wir können trotzdem nach Hause. So. Was ist mit dir, Großer? Probieren wir es mal. Es geht nicht, wir brauchen ja die Hauptquelle. Ah, Mist. Und? Hat's geklappt? Ah. Kann ich gerade nicht sagen, Mann. Hier kommen DUPs aus allen Richtungen. Dann nichts wie weg da. Ja, toller Rat. So, mobile DUP-Kommando-Vierte. Was? Viertelbelohnungen. Queen an Nebenmission jetzt verfügbar. Auf Karte angezeigte Explosivscherben. Respawn-Punkte freigeschalten. Der Kampf um die Befreiung von Queen an hat gerade erst angefangen. Fügen Sie den DUP-Truppenbefestigungen und der Überwachungsausrüstung genug Schaden zu, um einen Viertelfinalkampf zu provozieren. Ah, beseitige Sie dieses DUP, um eine Schnellreise zu ziehen. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Je mehr wir Dingens machen, desto nehmen wir das. So, wir kommen in Seattle. 5 Dingens bekommen. Und das klingt doch gut. So, 4 Scherben. Da würde ich sagen, ich möchte gerne. Frag nur ungern, aber wissen deine Kumpels im Blau noch irgendwas über diese Kernrelais? Offenbar wurden die überall in der Stadt verteilt. Die Polizei von Seattle überwacht sie. Die UP nicht verraten will, wozu sie gut sind. Aber du kannst rausfinden, wo die alle sind. Klar, wie gesagt. Gut, schick mir ihre Positionen auf mein Handy. Wozu? Damit du noch mehr Kräfte abzapfen kannst? Ja, klar. Wow. Mein eigener Bruder will, dass ich gegen die schlimmste Ultra-Mega-Bioterroristin überhaupt kämpfe. Mit schwachen Kräften. Das habe ich nicht gesagt. Ja, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren und sofort zu Augustine gehen. Ja. Und einfach hinter mich bringen. Wer weiß, wie es ausgeht. Okay, okay, schon gut. Du hältst dich von Augustine fern und ich schicke dir die Relais-Position, die ich kenne. Ja, aktuell sind wir noch zu schwach für die Madame. Danke, Reg. Du bist der beste Bruder von allen. Nein, wenn ich das wäre, hätte ich dich daheim in Salmon Bay in einen Schrank gesperrt und den Schlüssel verloren. Ein Schrank ist zwar kein Hindernis für einen Conduit, aber nett, dass du mich einsperren willst. Kein Hindernis für einen Conduit. Geil. So, nehmen wir das hier noch mit. So, 9 Scherben. 5 Upgrades sind verfügbar. Ey! Du Pissvieh. Mein Gott. Ich treff nicht so jetzt. So dumm zum Treffen, so Options, so. Nein, wie? Ach so, okay. Genau, jetzt, pass auf. Rauchschutz. Mit starten Sie in Rohrmittel.
Reichweite. Das nehmen wir mit. Karma Stufe 2. Was? Gut gezielte Rauchschüsse lassen Feinde unkontrolliert husten. Feinde können mit besiegt werden. Ah, ich verstehe, sozusagen so ein Schwachdings. Ja, das ist ja die Rauchfähigkeit, dann ist jetzt alles Rauch. So ist das. Doppelluftsprint. Setzen Sie den Luftsprint bis zu zweimal ein. Rauch wird doppelt so schnell abgezogen. Halten Sie die Touchpad um Schornsteine, was bekommt anderen Rauchwelle 20% mehr Kapazität. 40% mehr Kapazität, okay, nice. Ah, jetzt haben wir sozusagen mehr Rauch. Wir können jetzt mehr Rauch einsammeln. Verstehe. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier gehe und jetzt das hier drücke, habe ich jetzt auf jeden Fall mehr Rauch als Reserve. Na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal mit der ersten Folge von den Famous Second Son. Meine Pizza wird uns kalt. Wir sind jetzt mit 58 Minuten auf jeden Fall. Ist jetzt erst der Anfang. Wir haben jetzt erstmal das Tutorial gesehen. Diesen Preload, dieses Intro. Jetzt sind wir erst in Seattle angekommen. Und in der nächsten Folge, beziehungsweise in der zweiten Folge, geht es dann erst richtig los mit der Action. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne Like und Abo da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Infamous Second Son. Bis dann, checkt die mit zum Fick, die Juden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.